Hallo, mein Name ist Eva Groddeck, ich bin 39 Jahre alt und Marketingleitung bei MyConsult. Also ganz besonders gefällt mir hier die offene, lockere, familiäre Arbeitsatmosphäre, die so geprägt und auch vorgelebt wird von der Geschäftsführung. Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Konstrukt, dass man drei Geschäftsführer hier hat, die sich schon seit Jugendtagen kennen, gemeinsam studiert haben und dann nach dem Studium hier dieses Unternehmen gegründet haben und das jetzt auch schon seit 20 Jahren erfolgreich führen, ohne irgendwie große Unstimmigkeiten. Und diese Wertschätzung, die die Geschäftsführer mitbringen und auch sich gegenseitig so an den Tag legen, wird auch tatsächlich genauso übermittelt an die Belegschaft. Und das führt halt dazu, dass wirklich ein sehr herzliches, familiäres Arbeitsklima herrscht, Anerkennung immer da ist und dass man sich eigentlich jeden Tag freut, zur Arbeit zu gehen. Also so geht es mir zumindest. Wenn ich mal die Worte von Markus Tuschleger, unserem Geschäftsführer, nutzen würde, dann würde er sagen, du bist die Reklametante, die bunte Bildchen malt. Ganz so trivial ist es natürlich nicht, aber um es kurz zu sagen, ich bin für die komplette Unternehmenskommunikation zuständig und für das unternehmensweite Marketing bei MyConsult und Mindsoft. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Kommunikation. Sowohl hin zum Unternehmen als aber auch zur Familie und zu all den Stakeholdern, die dafür sorgen, dass dieses Konstrukt funktioniert. Organisation ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema und ohne Flexibilität würde das Ganze natürlich auch nicht funktionieren. Und Flexibilität ist hier tatsächlich auch bei MyConsult sehr, sehr gut gewährleistet. Ich habe die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Ich habe die Möglichkeit, auch meine Arbeitszeiten frei einzuteilen. Es gibt verschiedene Teilzeitmodelle. Und was ich auch immer wieder merke, ist, dass Kinder hier auch tatsächlich erwünscht sind. Die meisten Mitarbeiter haben auch selbst Kinder und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn mal meine Tochter beim Meeting dabei ist und für Stimmung sorgt. Südafrika auf jeden Fall und auch Nazaré in Portugal. Das ist ein großer Wunsch von meinem Sohn. Und mein All-Time-Favorite ist Cadaqués. Das würde ich auch immer wieder oben auf meine Bucketlist schreiben. Eine kleine Stadt am Rande der Pyrenäen im Mittelmeer. In meiner Jugend und auch in meiner Kindheit wollte ich eigentlich immer Künstlerin werden. Und ich hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, Kunst zu studieren. Habe das dann aber ein bisschen verschoben, weil ich noch für eine Zeit lang als Au-pair ins Ausland gegangen bin und habe mich dann dazu entschieden, BWL zu studieren, den Schwerpunkt Marketing gewählt. Und jetzt kann ich sagen, dass das eigentlich genau die richtige Entscheidung war, denn auch im Marketingbereich kann man gestalten, designen, kreativ sein und auch hin und wieder mal bunte Bildchen malen. Mehr. Gar nichts von beiden, Pasta. Frankreich. Ganz klar, Basketball. Schoko.